Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf MF Test Drive. Mein Name ist Misha und was die Switch und der Honda e miteinander zu tun haben, das zeige ich heute in dem Video. MF Test Drive. Zu der Nintendo Switch, da kommen wir später zu. Das zeige ich euch nämlich so Mitte, Ende des Videos, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich stelle euch heute den Honda e vor, den ich richtig cool vom Design her finde, der so viel Gimmicks hat. Eine Leihgabe vom Autohaus Lukas hier in Oberhausen, also Honda Lukas. Wenn ihr da Bock habt, mal auf eine Probefahrt oder so, geht da gerne mal vorbei. Sagt, ihr habt unser Video gesehen und wollt unbedingt auch den Honda e fahren. Zu den technischen Daten. Das Auto ist klein, es ist ein Stadtauto, es ist ein E-Auto mit Heckantrieb. Gewichtsverteilung 50-50. Es gab den Honda e immer in zwei Varianten. Einmal als Base mit 136 PS und als Advanced mit 154 PS. 145 km/h Spitze war bei allen Modellen so. Base gibt es übrigens nicht mehr. Es gibt nur noch Advanced. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied, 17 Zoll oder 16 Zoll. Und das beeinträchtigt nämlich die Reichweite um ungefähr 10 Kilometer. Der Advanced mit den 16 Zoll Rädern kommt 222 Kilometer weit. Wenn man die 17 Zoller drauf hat, kommt man nur 210 Kilometer, also 12 Kilometer weniger. Und das wäre dann vielleicht auch schon so der erste Kritikpunkt, wo man sagt, ey, das ist ja gar nichts. Aber es ist ein Stadtauto. Es ist dafür konzipiert, um das Auto wirklich für den Stadtgebrauch zu nutzen. Das bedeutet auch, dass man das Auto zu Hause laden soll oder auf der Arbeitsstätte. Mit 100 kW und dem CSS Typ 2A ist das Auto in 30 Minuten auf 80% geladen. Zu Hause an einer normalen Schuko-Steckdose braucht man ungefähr 18,5 Stunden. Und wenn man 7 kW Lader Typ 2AC benutzt, dann ist das Auto in 4,1 Stunden auf 100%. Honda hat wirklich vieles bedacht, um dieses Auto im Stadtverkehr zu nutzen. Aerodynamisch, top. Wieso? Keine Spiegel. Das Auto hat Kameras und die Kameras sind so konzipiert, dass sie noch nicht mal Wassertropfen hängen bleiben. Denn die Oberfläche ist so beschichtet, dass da jeder Wassertropfen wieder von abrutscht. Die Spiegel sind nicht breiter als das Auto und somit ist das Auto nämlich nur 1,75 Meter breit. Denn die Spiegel sind genauso breit wie hier die Radhauskästen. Das Auto ist schön klein und kompakt. Die Kameras sind auch für die Aerodynamik zuständig. Unter anderem auch für die A-Säulen, die nämlich integriert sind und stufenlos sind. Sie sind so konzipiert, dass man denkt von außen, ey, das ist ja eine Scheibe. Denn sie müssen nicht mehr die Aufgabe übernehmen, wie an herkömmlichen Fahrzeugen, Regen oder Wind wegzuleiten, abzuleiten. Das ganze Auto ist einfach ein Designstück geworden. Es ist 2021 Germany's Car of the Year geworden. Es hat den Red Dot Award gewonnen. Best Red Dot Car Design Preis gewonnen. Und das fühlt sich natürlich auch hier vorne weiter. Wenn man den Grill sieht, den es ja eigentlich so gar nicht gibt, ne? Die Lampen sind so konzipiert, dass wenn man das Auto anguckt, man denkt, es ist ein freundliches Design. Schwarz und dann diese Umrandung sehen halt wirklich aus wie so ganz liebe Augen. Einfach. Und wie jetzt schon mehrmals erwähnt, das Auto ist ein Stadtfahrzeug. Kommen wir zu den Maßen. 3,90 Meter lang, 1,75 Meter breit mit den Kameras und 1,51 Meter hoch. Ein Wendekreis von 9 Metern. Das Auto ist wirklich für die Stadt gemacht. Und wenn wir gleich zum Innenraum kommen, also wir sagen ja schon von außen designtechnisch sehr, sehr cool. Auch hier, wenn wir gucken, die Türgriffe für hinten in die C-Säule integriert. Fällt auf den ersten Blick erst gar nicht so auf. Und wenn man dann als Fahrer sich dem Auto nähert, dann kommen die Türgriffe auch elektronisch raus. Also man muss nicht extra hingehen und dort aufdrücken. Abschließend schließen sich ein, aufmachen, kommen sie raus. Hier ist nochmal ein Ventilator drauf. Damit können wir die Steuerung für das Klimagerät bedienen. Wie das Ganze funktioniert, müsste man nochmal in der Betriebsanleitung nachlesen. Aber also wenn man weiß, so wie heute, es sind 27 Grad, drücke ich schon mal drauf, geht der Wagen schon mal von innen auf Kühlung. Dann kommen wir wahrscheinlich mit der Reichweite nicht mehr so weit aus, wie es der Hersteller angibt. Und da das Autohaus Lukas uns hier den Advanced Full hingestellt hat, haben wir natürlich auch die 17 Zoller drauf. Das sind 17 Zoll Felgen, auch in einem, ja, ich würde sagen, E-typischen Design. Felgen sind so gut wie zu, das sind keine Radkappen, das sind wirklich Gussfelgen in 2,5, 45, 17 Zoll. Und ich finde, mit diesem Schwarz und Silber passt das super zum Design vom ganzen Auto. 39.990 Euro, da fängt der Honda e Advanced an. Es gibt ja nicht mehr viel, was man noch dazu buchen kann. Es gibt dann nur noch zwei Ausstattungen, 16 Zoll, 17 Zoll. Und dann, ob man die Anlage drin haben will, den Subwoofer drin haben will
und so kleine Spielereien noch. Gucken wir uns jetzt nochmal das Auto von hinten an und dann würde ich mir wünschen, dass wir das Auto in einem geilen Carporn sehen. Ich bin das Auto noch nicht gefahren, ich habe ihn jetzt aber gerade eben kurz umgestellt, damit wir mit der Kamera ein bisschen besser auf das Heck gucken können. Und es ist komisch, ohne Außenspiegel zu fahren, aber da gehe ich dann gleich mal drauf ein, wenn wir im Innenraum sitzen. Hinten sieht es ein bisschen aus wie vorne, oder? Wenn ihr wirklich nur das hier so nimmt, dann könnte das auch die Front sein. Überall Kameras. Nicht nur da, sondern auch hier oben drin. Kann man nicht so richtig sehen, müsste man so ein bisschen näher dran gehen, weil es halt verdunkeltes Glas ist. Aber die Kamera ist dafür da, wenn man, bei den meisten Autos kennt man sie halt vorne für 360-Grad-Kamera oder um den Abstand zu halten. Gerade die neuen großen Autos, BMW, Mercedes, die haben dann vorne im Infotainment-System, zeigen die das Bild an, was vorne auf der Straße ist. Die Kamera ist dafür da, um in dem Rückspiegel das Bild so zu zeigen. Das heißt, wir haben einen Rückspiegel, der über eine Kamera fungiert. Man kann das aber auch ausschalten, da kommen wir aber gleich zu, wenn wir im Innenraum sind. Stadtauto bedeutet nicht viel Platz. 170 Liter, wenn wir das Ganze hier nehmen. Sollten wir die Rückbank umklappen, eine durchgehende Rückbank, nicht geteilt, dann haben wir hier 570 Liter bis hoch zum Fenster. Sollten wir bis zum Dach einladen, reden wir von 860 Litern, die wir hier an Platz haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn das wirklich ein Zweitauto ist und ein Stadtauto ist, dann kommen wir mit den 170 Litern ganz weit. Denn wir kriegen da eine Kiste Wasser rein und wir kriegen da eine Tüte vom Supermarkt rein. Und das reicht ja eigentlich, oder? Soweit, so gut. Der Honda e von außen. Und wie ihr es gewohnt seid hier bei MF Test Drive, gibt es auch heute wieder einen kleinen Carporn. Den Wagen mit schönen Bildern und Musik untermalt. Fuck with these red guys, dripping on and she bad times. Taking her back by her ass, I think she in love with my cat size. Put her there all like bad vibes, been giving up cash, please. Don't get a hobby, counting these racks in my pastime. Call back on me, take a tramp, be mad with a tragedy. My bitch, she look up meant to be. I'm in a jaw like a cavity. If Trump asks me questions, ain't telling shit. I just don't get through the Benjamin. Spend it, I'm on bitch, I'm a battery. Charged up, unless you shit. She and my balls like Eminem. Cry, you know that I'm getting me. Stream on me, I'm trash. Drop to the cars like Kanye. Pick up 3,000, no engine. I just want blue notes, I just want Euro. Smoking on good though, bitch from Pluto. Pass it like Saturn, Audi ring. Can't hit on my table, it's nothing you bring. I just want blue notes, I just want Euro. Smoking on good though, bitch from Pluto. Pass it like Saturn. Das war der Carporn. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, schreibt es doch bitte jetzt gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann macht es doch bitte jetzt, ne? Denn nur so können wir größer werden. Ich habe mir am Anfang des Videos gesagt, dass die Nintendo Switch etwas mit dem Honda e zu tun hat. Wenn ihr gerade im Carporn ein bisschen gut aufgepasst habt, dann habt ihr gesehen, es gibt eine 220 Volt Steckdose. Es gibt einen HDMI-Anschluss. Und das verbindet nämlich die Nintendo Switch mit dem Honda e. Und der liebe Matthias, der hinter der Kamera heute ist, an dieser Stelle lieben Dank, Matthias, dass du wieder dabei bist, ne? Der hat hier schon mal eingestellt. Mario Kart. So, guck mal da, drückt man auf Fortsetzen, da geht's los. Oh, so muss ich lenken. So. Einsammeln, jawohl. Und was kommt? Oh. Wie schmeiße ich das weg? Ich habe keine Ahnung. Das ist dafür gedacht, wenn man das Auto will, kann man in der Zwischenzeit Switch spielen, ganz einfach. Also es gibt wirklich eine 1500 Watt, 230 Volt Steckdose und es gibt wirklich ein HDMI-Kabel. Und das ist auch hier wirklich eine Nintendo Switch. Ne? Können wir gerne noch mal näher drauf eingehen. Können wir auch gerne mal mit einem von euch hier verlosen, dass wir uns hier reinsetzen und wir zocken hier mal ein. Und der Gewinner, das muss der Matthias sich da aussuchen.
Herzlich willkommen im Innenraum. Also das war jetzt wirklich nur so eine kleine Vorführung hier von Nintendo Switch. Fand ich ganz lustig. Also, dass man wirklich hier echt eine Spielekonsole anschließen kann, ist ja wohl echt richtig geil. Aber nicht nur das Feature hat der Honda e, sondern auch viele, viele andere Sachen. Aber das machen wir gleich in Ruhe, wenn der Matthias auch im Auto sitzt, und dann fahren wir mal eine Runde. So, herzlich willkommen im Innenraum. Und das ist schon ein geiles Feature. So startet der Honda e. Und dann kommen wir hier oben an. Das, sagte ich ja gerade draußen schon, ist ein Spiegel. Also ich kann ganz normal in den Spiegel gucken. Rechts, links, was ist da los? Aber ich kann das Ganze auch umschalten, indem man einmal nur hier den Hebel zieht. Und dann haben wir eine Kamera, die wir nochmal komplett einstellen können. Wir können hier auf Automatik gehen, dann ist die auf Aus. Die Automatik machen wir aus, und dann gehen wir nochmal auf Anfang. Da können wir es heller machen oder dunkler. Da seht ihr auch den Unterschied. Man kann sogar richtig minus 4, 5, 6, 7, 8. Wir schalten mal auf Auto. Dann können wir die Kamera rauf und runter bewegen, so wie wir gerne im Sichtfeld hätten. Rechts, links. Und man kann das Ganze auch kippen. Nach rechts und links. Machen wir mal auf 0. Ja. Mit ein weiteres Highlight in dem Honda e. Ich finde, also an Gimmicks und an Design ist das Ding einfach nicht zu übertreffen. Es ist wirklich ein cooles, cooles Stadtauto, wohlgemerkt. Geile Materialien verbaut, Holzoptik haben wir hier drin. Wir haben ein riesen Display und rechts und links sind unsere beiden Außenspiegel. Was ich vorher bei noch keinem anderen Auto gesehen habe. Mittlerweile haben das schon die ein oder anderen Autos. LKWs auf den Autobahnen sieht man sehr oft damit. Aber so ein kleines Fahrzeug, dass der auch schon so eine Ausstattung hat, finde ich bemerkenswert. Wir haben ein riesen Cockpit-Display. Der Beifahrer kann von hier auch alles super bedienen. Indem wir nämlich hier oben einmal drücken, können wir die Bildschirme tauschen. Wir haben hier ein Aquarium. Geil, oder? Also um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, setzt man sich hin und guckt Aquarium. Kann aber nicht während der Fahrt bedient werden. Ansonsten haben wir alles weitere hier, alle Anwendungen. Dann kann man hier nochmal komplett runter und rauf scrollen. Kann alles der Beifahrer bedienen, kann aber auch ich bedienen, indem ich mir das hier wieder hier rüberlege. Dann tauscht er die Bildschirme, da gehen wir hin, alle Anwendungen. Und dann habe ich hier auch nochmal alles. Wir haben das EV-Menü hier komplett. Das Zeitplan für Ladepausen, Verbrauch, Ladung, 95% Reichweite. Wir kommen noch 178 Kilometer. Wir sind noch nicht viel gefahren, aber wir haben schon Nintendo Switch gespielt. Die Klimaanlage läuft die ganze Zeit. Das kostet natürlich einiges an Strom. Wir können das Smartphone verbinden. Wir haben DAB. Wir haben DAB, digitale Radiosender. Auch das hat er komplett hier an Bord. Leistungsfluss können wir uns angucken. Allgemeine Einstellungen. Wir können die Spiegel außen auch ein bisschen verändern im Winkel. Rauf, runter. Ja. HDMI, wir können hier wie gesagt Spielekonsolen anschließen, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben hier eine richtige Steckdose drin mit 1500 Watt und 230 Volt. Mittelkonsole, wir haben keinen richtigen Mitteltunnel. Der ist komplett weg. Dafür haben wir hier so eine kleine Tasche, auch aus sehr schönen Stoffmaterialien. Und hier haben wir so einen Lederhenkel, den ziehen wir. Und dann können wir hier nämlich ein Getränk reinpacken. Somit ist der Tunnel dann vielleicht doch wieder ein bisschen zu. Hier findet sich die Holzoptik wieder und es ist dann ganz einfach, dass man hier auf D drückt und dann fährt. Drive Mode können wir hier einstellen, Sport und Normal. Ich fahre natürlich immer gerne im Sport. Brake Hold finde ich ganz gut, wenn der an der Ampel steht, dass der einfach bleibt. Wir haben One Pedal Drive, den können wir hier drücken. Und One Pedal Drive bedeutet, man muss nicht mehr bremsen, sondern macht wirklich alles nur übers Gaspedal. One Pedal. Und der eine oder andere wird sich fragen, wieso hat der Schaltwippen? Ist doch ein E-Auto. Ja, darüber können wir das Rekuperieren steuern. Taste für die Lenkradheizung. Brauchen wir heute nicht, ja? Heute ist ein bisschen warm. Die brauchen wir nicht. Aber ich sagte ja schon, ich bin den Wagen noch nicht gefahren. Ich habe den gerade einmal kurz umgesetzt. Und da war es schon sehr komisch mit den Spiegeln. Vorwärtsfahren ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube eher rückwärtsfahren. Deswegen fangen wir damit auch an. Es ist alles in so einer Knopfbelegung. Wir haben hier eine 360-Grad-Kamera. Gut, fahren wir rückwärts. Und ich sage euch, rückwärtsfahren ist einfach komisch, weil man ja wirklich jetzt sich gar nicht mehr großartig. Und ich bräuchte den Spiegel auch ein bisschen höher. Und rechts. Also das ist ganz normal geblieben, so wie wir es auch aus den normalen Autos kennen. Da kann man hier rechts, links, nach unten, nach oben. Ich finde das immer ganz gut, wenn man Rückwärtsgang einlegt, dass dann der rechte Spiegel abtaucht. Ihr seht auch hier unten diese gelbe Linie. Ne? Die zeigt einem so ein bisschen an, wie viel Platz wir dann da noch haben und wo der Wagen dann genau hingeht. Sollte man mal auf einen Bürgersteig zukommen. So. Ja, also ich finde Rückwärtsfahren ganz, ganz komisch. Auch hier oben mit der Kamera, das ist alles so ungewöhnlich, ne? Sehr, sehr futuristisch. So, wir sind im Sportmodus.
Lenkradheizung haben wir. Sehr schönes Lenkrad. Und ich finde, Lenkrad ist auch so ein bisschen an dein Type R angelegt mit der runden Dingens? Nee. Wo haben wir also das denn gesehen? Anders. Ach, bei deinem neuen Auto. Ja, aber der hat trotzdem noch hier dieses. Ja, da war es auch so schön rund, ja, ne? Wie heißt dein neues Auto nochmal? HRV. HRV, stimmt. Haben wir ein Video zugemacht. Hier oben ist der Link. Könnt ihr gerne mal reingucken. E-Auto, Heckantrieb und Gewichtsverteilung 50-50. Also das Ding muss sogar im Nassen richtig Spaß machen, beziehungsweise im Schnee. Auch ganz cool finde ich hier, ne? Hast du gesehen, man kann hier diese einzelnen Dinger rausnehmen und kann sich die Fächer so groß machen, wie man sie gerne braucht. Und die meisten werden ja wahrscheinlich so machen und dann ihr Telefon reinstecken, ne? Oder halt eine Getränkedose oder eine große Flasche Wasser. Wupp. Da geht er, der Peter. 154 PS als Advanced und dann gab es in der Based-Form, die gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? Mit 136 PS. Von 0 auf 100 in 8,6 Sekunden. Und bei 145 km/h ist leider Ende. Bei Beschleunigung kommt er mir schneller vor. Das sieht so komisch aus, ne? Geil, ich finde das. Und weißt du, worauf die sogar geachtet haben, dass das Bild spiegelverkehrt ist? Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil sich das richtige Bild spiegelt. Siehst du, ich müsste ein bisschen so. Ich sehe halt die anderen Autos da auch fahren, das spiegelt sich halt so ein bisschen komisch. Und man, hätte ich nicht gedacht, man hat das Gefühl, da fehlt halt was. Dass hier irgendwie nach außen hin was fehlt. So, jetzt bräuchte ich eine Kamera, die um die Ecke gucken kann, vor dem Auto. Also wenn ihr aus dem Ruhrpott kommt, fahrt bitte zu Honda Lukas und fragt, ob ihr mal eine Probefahrt machen dürft. Denn das lohnt sich wirklich. Und es ist auch ein Hingucker, ne? Jeder guckt, ne? Nicht jeder, fast jeder. Ja, ich finde 154 PS, ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr versprochen. Der ist nicht so richtig aggressiv. Also vom Start finde ich ja. Vom Start findest du ja. Startauto mit der Leistung. Und man muss sich wirklich auf den Spiegel hier oben konzentrieren. Ne? Wir reden auch hier von 1,52 Tonnen, ne? Die da bewegt werden mussten. Ne? Klar, die Batterie ist sehr, sehr schwer. Ist übrigens ein wassergekühltes System und kein luftgekühltes System. Ne? Somit ist es echt darauf aus, dass die Batterie lange, lange, lange lebt. Am Ende des Videos, angekommen am Ende unserer kleinen kurzen Probefahrt bzw. Spiele-Session, oder? Also, das finde ich immer noch richtig geil. Finde ich echt geil, dass man das in diesem Auto machen kann. Man bekommt verdammt viel Auto, für allerdings auch viel Geld, muss man sagen. Also 39.900 Euro, phew, da muss der eine oder andere schon mal schlucken. Ich finde, der zweite Mankopunkt wäre die Reichweite, aber auch da, wir reden hier von einem Stadtauto, 220 Kilometer, wann macht man die am Tag? Und man kann das Ding jede Nacht laden. Also wenn ihr mein Experiment gesehen habt vom Volvo XC40, voll recharged, da bin ich 14 Tage lang Elektro gefahren, es hat super geklappt. Ich bin nicht einmal am Ende gewesen, also dass ich da irgendwie Probleme hatte und nicht weiterkam. Nein, gibt es nicht. Und ich sage euch, 220 Kilometer ist verdammt viel. Also ich bin heute ein bisschen unterwegs gewesen, auch mit Matthias. Ich habe keine 120 geschafft. Ne? Also dafür reicht das vollkommen aus, aber es hört sich natürlich auf dem ersten Moment erstmal an, 220 Kilometer, naja. Ich finde, es ist gewöhnungsbedürftig mit den Spiegeln, weil man hat echt, es fehlt einem hier irgendwas. Irgendwas fehlt einem hier, wenn man im Auto sitzt, dann sucht man da irgendwie sowas. Man kennt es ja nicht anders. Seitdem, also ich habe jetzt, ich bin eigentlich 26, 43, seit 25 Jahren habe ich Autoführerschein und ich bin noch nie so ein Auto gefahren ohne Spiegel. Deswegen habe ich das Gefühl, es fehlt mir ein bisschen was. Fazit ist, ich finde das Auto geil. Ich finde das Auto richtig cool. Ob ich es mir kaufen würde? Ich glaube, als Zweitfahrzeug ja, müsste dann aber auch eine Ladesäule zu Hause haben. Ansonsten würde das für mich keinen Sinn machen, da ich bei mir auf der Arbeit nicht laden kann. Aber wenn man natürlich auf der Arbeit laden kann, ist das Ding perfekt. Wirklich perfekt. Und so wie er hier steht, müsste er auch sein. Er muss die 17 Zoller haben. Schwarz-Weiß finde ich mega.
und ich würde mir noch eine Switch kaufen. Denn die, die ich hatte heute, die war von Matthias geliehen. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Matthias, dass du das Ganze ja mitgefilmt hast. Vielen lieben Dank, Honda Lukas in Oberhausen, unser Partner, der echt uns immer wieder tolle Autos zur Verfügung stellt. Dafür vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.